Prismatische Werkstücke, Übung 4, besteht wieder aus einem Grundquader 50 x 35 x 15, aus diesem Ausschnitt und aus diesem Ausschnitt hier hinten. Wir wechseln nach CATIA, über Datei, neu, erzeugen wir wieder einen neuen Part. Bauteilbezeichnung 12A01, Bindestrich Ihre Katalognummer, Bindestrich 10.004, keine Hybridkonstruktion, kein geometrisches Set, mit OK bestätigen, achten Sie auf die richtige Workbench. Wir beginnen wieder mit einer Skizze. Skizzenebene ist wieder die YZ-Ebene im 3D-Fenster im Modellbaum auswählen, je nachdem wie Sie wollen. Ich wähle es jetzt hier mal über den Modellbaum. Er wechselt wieder in den Skizzierer, dreht parallel zum Bildschirm. Wir zeichnen ein Rechteck, achten darauf, dass unser Rechteck diesmal wieder links unten an der Referenz hier gefangen wird, ziehen es nach rechts oben. Über einen Doppelklick auf die Bedingungen aktivieren Sie die Bemaßungen bzw. Bedingungen und diese bleiben ständig aktiv, solange bis Sie sie wieder mit einem Klick auf das Symbol deaktivieren. Wir bemaßen von der linken horizontalen mit der linken Maustaste selektieren, zur rechten vertikalen mit der linken Maustaste selektieren. Das Maß hängt wieder an der Mausspitze. Sie setzen das Maß dort ab, wo Sie es haben wollen. Wir selektieren die horizontale obere und die horizontale untere Kante, setzen das Maß ab. Nun wollen wir noch die Symmetriebedingung wieder erstellen. Beide vertikalen Linien, die symmetrisch gemacht werden sollen, aktivieren bzw. selektieren, rechte Maustaste und Spiegelungsachse zulassen. Das Spiegelungselement ist wieder die ZX-Achse bzw. ZX-Ebene. Das Rechteck ist wieder vollständig definiert. Sie sehen hier die Symmetriebedingungen, Vertikal- und Horizontalbedingungen und die Kongruenzbedingung auf der horizontalen kongruent gesetzt. Doppelklick auf die Maßzahl, ändern in 50 Höhe und 35 Breite. Wir verlassen die Skizzierumgebung mit vorausgewählter Skizze, entweder im Hauptfenster hier beziehungsweise, wenn Sie den Modellbaum wieder aufblättern, hier die Skizze im Modellbaum selektieren. Mit selektierter Skizze wollen wir einen Block erzeugen. Wir erzeugen also einen Block. Der Block soll nach hinten beziehungsweise in unserem Fall sinnvollerweise symmetrisch aufgebaut werden und um uns leichter mit diesem Ausschnitt hier hinten. Wir werden das also gespiegelte Ausdehnung extrudieren. Das heißt, es wird das Maß 20 jetzt in dem Fall nach vorne und nach hinten extrudiert. Unsere Dicke beträgt 15, also 15 dividiert durch 2. Hier können Sie auch Rechnungen eingeben. 15 dividiert durch 2 macht 7,5 mm nach vorne und nach hinten extrudiert. Mit OK bestätigen Sie die Eingabe. Nächster Schritt ist dieser Dreiecksausschnitt, den wir hier einfügen wollen. Wir erzeugen also wieder eine Skizze. Wählen Sie wieder die Mittenebene, sprich die YZ-Ebene als Skizzenreferenz. Zeichnen Sie nun mit dem Profil ein Dreieck. Ganz kurz zur Erklärung der Profillinie. Die Profillinie schließt Linie an Linie an Linie an, so lange bis Sie entweder mit einem Doppelklick diesen Linienzug abschließen oder der Linienzug geschlossen wird. Wir erzeugen also über Profil ein Dreieck. Ich zeichne hier dieses Dreieck. Achten Sie wieder darauf, er hat erkannt, ich möchte horizontal, ich möchte vertikale Linien erzeugen.
Wir müssen nun wieder Bedingungen und Bemaßungen erzeugen. Doppelklick auf Bedingungen. Die horizontale Linie soll auf der horizontalen oberen Kante zu liegen kommen, also rechte Maustaste kongruent. Wir wählen die vertikale Linie des Dreiecks, die vertikale linke Kante des Rechtecks, rechte Maustaste kongruent. Wir selektieren die vertikale Linie, setzen das Maß ab. Wir selektieren die horizontale Linie, setzen das Maß ab und erreichen eine vollständig grüne ausdefinierte Skizze. Doppelklick auf das Maß ändert das Maß, in unserem Fall 10 mm bzw. 20 mm. Wir verlassen die Skizzierumgebung. Sie sehen nun, die Skizze befindet sich in der Mitte des Bauteils. Wir müssen also wieder in beide Richtungen extrudieren. Wir wollen etwas herausschneiden, also Tasche. Wir erzeugen mit vorselektierter Skizze eine Tasche. Nicht über Maße steuern, sondern wieder über den Typ bis Ebene. Ich möchte also bis zu dieser Ebene. Und unten im Register mehr finden Sie die zweite Begrenzung, auch hier den Typ auf bis Ebene und selektieren Sie hier die Vorderebene. Jetzt wird von der Vorder- bis zur Hinterebene hier dieser Ausschnitt extrudiert. Bleibt noch der Ausschnitt hier hinten, 5 mm breit, 10 mm lang. Wir erzeugen eine neue Skizze. Skizze ist die Bodengrundebene, in unserem Fall die ZY-Ebene. Wir zeichnen wieder ein Rechteck, einigermaßen symmetrisch um die Mitte. Über Doppelklick auf das Bedingungenfenster bzw. Menü wollen wir nun die horizontale Kante des Rechtecks auf die obere horizontale Kante des Quaders über rechte Maustaste kongruent setzen. Die Breite links und rechte Vertikale selektiert, Maß absetzen. Die obere Horizontale und die untere Horizontale des Rechtecks selektieren, das Maß absetzen. Bleibt noch die Symmetriebedingung. Wir selektieren die linke vertikale Linie, wir selektieren die rechte vertikale Linie, rechte Maustaste, Spiegelungsachse zulassen und selektieren Sie die Mittenebene, in unserem Fall die YZ-Ebene, als Symmetrieebene und Sie erhalten eine vollständig ausdefinierte Skizze. Wir ändern die Maße, Doppelklick auf die Maße 5 x 10 mm. Sie verlassen die Skizzierumgebung hier rechts oben. Sie sehen, die Skizze befindet sich hier in der Grundebene. Diese muss jetzt nach ganz hier oben extrudiert werden. Wir selektieren die Skizze. Über Tasche erzeugen wir diese Extrusion. In unserem Fall wieder Begrenzung bis Ebene und die Auswahl ist diese obere Deckfläche. Mit OK bestätigen Sie die Erzeugung dieser Tasche. Der Bauteil ist somit fertiggestellt. Über Datei sichern unter wollen wir hier über einen neuen Ordner, rechte Maustaste, neuer Ordner, Übung 4, diesen Bauteil abspeichern. Es wird automatisch der Name vorgeschlagen, der sich hier im Modellbaum links oben befindet bzw. schon eingetragen ist über den Eintrag, den wir ganz zu Beginn bei der Erstellung des Bauteils angegeben haben. Mit Speichern bestätigen Sie und schließen das Fenster. Zeichnungserstellung prismatische Werkstücke Übungsteil 4. Wir wollen hier diese einfache Zeichnung erstellen. Grund, Auf- und Seitenriss, einfache Bemaßungen, 3D-Ansicht erzeugen und erstellen des Zeichnungskopfes und Eintragen diverser Daten im Zeichnungskopf. Wir wechseln ins CADIA, über Datei öffnen, öffnen wir unseren Bauteil. Wir erzeugen nun über Datei neu ein neues Drawing, eine neue Zeichnung. Sie bestätigen mit OK, achten, Standard, DIN ISO Standard selektieren,
Blattdarstellung A4 ISO im Hochformat. Mit OK bestätigen Sie diese Selektion. Wir wollen hier eine neue Vorderansicht erzeugen. Es steht bei mir hier noch isometrische Ansicht. Das war die letzte Ansicht, die ich hier erzeugt habe. Also wir blättern das Ansichtenmenü auf und selektieren hier ganz links außen Vorderansicht erzeugen. Wir müssen nun in das 3D-Modell wechseln über das Register Fenster. Gehen wir in das Bauteil und selektieren eine Bauteilfläche. Wenn Sie mit der Maus jetzt über diese vordere Fläche hier zum Beispiel drüber fahren, sehen Sie wieder rechts unten das Vorschaufenster. Wir wollen also diese Zeichnungsansicht erzeugen, klicken wir die vordere Fläche an. Es wird wieder die Vorderansicht hier mal vorab angezeigt mit dem Tasten hier rechts oben, mit diesem Kompass-Tasten können Sie wieder die Ansicht positionieren. Immer um 90 Grad blättern mit diesen Pfeilen bzw. um die Mittenachse jeweils in 30 Grad Schritten drehen. Sie ist so vorab eingestellt. Mit einem Klick in das weiße Blatt wird die Ansicht erzeugt. Selektieren Sie bitte den Text vor der Ansicht. Mit Entfernen wird diese Ansichtsbezeichnung gelöscht. Wir wechseln nun hier über das Ansichtenmenü in Projektionsansichten erzeugen. Projizierte Ansicht. Sie stellen sich rechts von der Vorderansicht mit der Maus hin, klicken mit der linken Maustaste und setzen somit die Projektionsansicht. Wir erzeugen eine zweite Projektionsansicht unterhalb, sprich die Draufsicht, setzen die Ansicht mit der linken Maustaste ab. Selektieren die Draufsicht, löschen den Text, selektieren Seitenansicht, löschen den Text. Wir können nun die Ansichten an der Umrandung festhalten und positionieren. Wir wollen nun wieder eine 3D-Ansicht erstellen. Wir öffnen dieses Ansichtenmenü und über isometrische Ansicht erzeugen können wir nun diese isometrische Ansicht erzeugen. Dazu müssen wir wieder über das Register Fenster in das Bauteil wechseln. Sie drehen den Bauteil in die Lage, wie Sie ihn gerne darstellen würden, klicken auf eine Bauteilfläche. Die Ansicht wird erzeugt. Mit Klick in das leere Fenster wird die Ansicht tatsächlich erstellt. Isometrische Ansicht, den Text selektieren und löschen. Rechte Maustaste auf die Umrandung der Ansicht oder rechte Maustaste hier im Menübaum. Eigenschaften der 3D-Ansicht ändern. Wir wollen den Maßstab auf 1:2 verändern. Mit OK bestätigen Sie die Selektion bzw. die Eingabe. Wir wählen nun alle drei Ansichten mit gedrückt gehaltener Steuerungstaste im Modellbaum oder im Arbeitsfenster. Vorderansicht, Seitenansicht, Draufsicht, rechte Maustaste, Eigenschaften. Wir wollen das Erzeugen von verdeckten Linien in den Ansichten. Selektieren Sie also hier verdeckte Linien. Und mit OK wird das bestätigt und es werden hier die verdeckten Linien eingezeichnet. Auch hier wollen wir wieder das Zeichnungsformat und den Schriftkopf erzeugen. Wir wechseln über Bearbeiten in den Blatthintergrund. Hier über das Menü Rahmen und Zeichnungskopf erstellen wir DIN 6771 Feld SK 2004. Achten Sie wieder, dass es auf Kreieren steht. Mit OK bestätigen Sie das. Das Fenster weist wieder darauf hin, dass wir die Schrift ändern sollen. Wir ziehen also einen Rahmen über den kompletten Schriftkopf, dass die Schrift selektiert ist. Hier rechts in der Mitte, also links oben. Selektieren und ich stelle hier auf Arial. Sollten Sie Arial Narrow als Schriftart haben, würde sich diese noch ein wenig besser eignen. Habe diese hier aber leider nicht installiert. Egal, Arial tut es genauso. Ich ändere hier das Datum auf 13, dann geht sich das vom Text her besser aus. Mit OK bestätigen und Doppelklick auf den Namen bzw. auf geprüft, je nachdem. In dem Fall steht hier der Login-Name automatisch eingetragen. Ich sage hier geprüft von mir.
mein Kurzzeichen. Sie können eine Benennung eingeben. Ich schreibe hier Übung 4. Shift Enter. Können Sie hier einen Zeilenumbruch einfügen und gebe auch hier noch 12A01-99-10.001 diese Kurzbezeichnung ein. Und so können Sie dieses Schriftfeld befüllen. Über das Bearbeiten und Arbeitsansicht wechseln wir wieder in das Zeichenfenster. Wir wollen hier wieder die Bemaßungen einfügen über das Symbol Bemaßungen hier rechts. Kann sein, dass das zu Ihren Symbolen ein bisschen anders verschoben ausschaut, weil ich habe hier eine relativ hohe Auflösung eingestellt, eine niedrige Auflösung eingestellt. Doppelklick auf das Symbol bleibt es ständig aktiv und die Bemaßung erfolgt ähnlich wie im Skizzierer bzw. nahezu gleich von Linie zu Linie, immer mit linker Maustaste selektieren und dann das Maß mit linker Maustaste dort absetzen, wo ich es gerne hätte. Auch die Breite von links nach rechts. Wir wollen nun hier von diesem Schnittpunkt zu dieser Linie bemaßen. Dazu wähle ich die Linie, wechsle jetzt hier und klicke den Schnittpunkt an und kann jetzt da einen Schnittpunkt selektieren und es wird das Maß erzeugt. Dasselbe hier oben. Ich habe bereits den Schnittpunkt ausgewählt, also selektiere ich gleich den Punkt, schalte Schnittpunkt verwenden aus, selektiere die Kante hier links unten und setze das Maß ab. Jetzt will ich noch in der Seitenansicht die Breite bemaßen. Beide Linien, die Breite definieren, selektieren und das Maß absetzen. Und bleibt noch der Ausschnitt hier unten. Ich selektiere die Breite und die Tiefe, beide Linien und das Maß absetzen. Wir klicken auf Bemaßung, damit wird es deaktiviert. Wir wollen nun die Maße wieder ausrichten, die auszurichtenden Maße mit Steuerungstaste gedrückt halten, immer in einer Richtung selektieren, rechte Maustaste ausrichten an dieser Kante. Maße, die vorab eingestellt sind, sind in Ordnung, mit OK bestätigen. Maße selektieren, ausrichten, an dieser Kante bestätigen. Pfeile wollen wir umschalten, also einen Klick auf das Pfeilsymbol, dann werden die Pfeile nach innen oder außen umgeschalten. Rechte Maustaste ausrichten an dieser Kante. Maß selektieren, ausrichten an dieser Kante. Maß selektieren, rechte Maustaste ausrichten an dieser Kante. So, Maße sind ausgerichtet, jetzt kann man das vielleicht noch ein bisschen besser hier positionieren. Sie sehen, wenn ich die Hauptansicht verschiebe, gehen auch die Seitenriss- und Draufsicht in dem Fall jetzt mit, weil es projizierte Ansichten sind. Eine Projektionsansicht kann ich nur entlang ihrer Projektionsrichtung verschieben. Wir wollen nun noch zwei Symmetrielinien hinzufügen. Diese Ansicht ist für sich ja symmetrisch, das heißt, wir wollen eine Symmetrielinie hinzufügen über Einfügen, Aufbereiten, Achsen und Gewinde erzeugen wir eine sogenannte Achslinie. Sie selektieren die obere vertikale Linie und die untere vertikale Linie und er wird dazwischen eine Achslinie erzeugen. Diese Achslinie ist jetzt ein wenig zu kurz. Ich selektiere diese Achslinie und kann jetzt links und rechts an diesen Quadraten sie ziehen. Sollten Sie nur an einem Ende ziehen, wird sie symmetrisch verlängert. Das wollen wir nicht. Durch gedrückt gehaltene Steuerungstaste können Sie nur auf eine Seite verlängern. Dasselbe machen wir hier rechts oben im Seitenriss über Einfügen, Aufbereiten, Achsen, Gewinde, Achslinie erzeugen. Selektieren wir die linke und die rechte Kante. Es wird die Achslinie erzeugt. Achslinie selektieren, Steuerungstaste gedrückt halten und nach unten verlängern. Ansicht ist fertig, Zeichnung ist somit abgeschlossen.